Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute wieder mit einem Filmreview. Bevor wir starten, schaut nochmal nach, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Solltet ihr hier neu sein, klickt auf Abonnieren, um kein Kuba-Content mehr zu verpassen. Dann lasst uns mal starten. Heute möchte ich euch 7 Tage in Havanna mit dem Originaltitel 7 Días en La Habana aus dem Jahr 2012 vorstellen. Den Film sah ich damals mit einem Freund im Kino und wir wurden direkt an unsere gemeinsame Zeit in Kuba zurückerinnert. Dieser Film bietet einen schönen Einblick in das kubanische Leben, doch nun erstmal ein paar Informationen zum Film. Bei 7 Tage in Havanna handelt es sich um einen Anthologiefilm. Speziell in diesem Fall handelt es sich um 7 Kurzfilme, wobei jeder Film oder jeder Kurzfilm seinen eigenen Titel hat und einen Tag der Woche behandelt. Jeder Tag wird von einem anderen Regisseur mit unterschiedlichen Schauspielern, Charakteren und eigenständiger Handlung dargestellt. Es gibt lediglich eine lose Verbindung zwischen allen Filmen. Doch worum geht es nun? Montag, El Yuma. Regie führt hier Benicio del Toro. Am ersten Tag geht es um den Schauspieler Teddy Atkins, dargestellt von Josh Hutcherson, der in Havanna das Nachtleben als Tourist erlebt. Der Abend endet dabei anders, als er es sich gedacht hat. Dienstag, Jam Session. Regie führt hier Pablo Trapero. Am zweiten Tag folgen wir Emir Kusturica, oder Kusturica, der sich selbst spielt. Er gewinnt bei einem Filmwettbewerb einen Preis, jedoch hat er mit sich und seiner Beziehung etwas mehr zu tun und so kommt es, dass er sich von seinem Fahrer mitnehmen lässt, um ja, bei einer Jam-Session beizuwohnen. Mittwoch. La Tentación de Cecilia. Regie führt hier Julio Medem. Es geht um eine junge Sängerin namens Cecilia. Diese bekommt die Möglichkeit, in Spanien zu singen. Eingeladen wird sie von Daniel Brühl als Veranstalter. Nun muss Cecilia entscheiden, ob sie ihre Beziehung und ihre Familie aufgibt, um für sich eine bessere Zukunft zu haben. Donnerstag. Diary of a Beginner. Regie führt hier Elia Suleiman. Am vierten Tag folgen wir Elia Suleiman, der den Kurzfilm selbst inszeniert hat. Er wartet auf ein Interview mit Fidel Castro. Dieser ist jedoch gerade dabei, einer seiner Reden zu führen, die auch mal länger gehen können. Freitag. Ritual. Regie führt hier Gaspar Noé. Während einer Feier kommen sich 2 junge Frauen näher und verbringen die Nacht miteinander. Als die Eltern dies am nächsten Morgen mitbekommen, wird ein Ritual zur Reinigung durchgeführt. Samstag. Dulce Amargo. Regie führt hier Juan Carlos Tabio. Wir lernen die Familie von Cecilia kennen. Die Mutter, welche für eine TV-Sendung arbeitet, verdient sich etwas dazu, indem sie eine Torte für eine Veranstaltung backt. Doch auch der Stiefvater könnte den ein oder anderen bekannt vorkommen. Dieser wird gespielt von Jorge Perugoria, einer der Hauptdarsteller aus dem Film Erdbeer und Schokolade. Sonntag. La Fuente. Regie führt Lore Canté, ein Bilderbuchbeispiel für die Beschaffungskriminalität in Kuba. Wir sehen, wie für die Feier, für die die Torte gebacken wurde, eine Wohnung renoviert wird. Alle 7 Kurzfilme bilden den wunderbaren Film 7 Tage in Havanna. Auch der Soundtrack ist hierbei nicht zu verachten.
Die Musik von Kelvis Ochoa, Javier Turull und Melvis Esteves begleiten den kompletten Film und ja, lässt einen auch audiovisuell rhythmisch in Kuba eintauchen. Eine komplette Empfehlung. Also kommen wir zum Fazit. In 7 Tage in Havanna bekommt man einen Einblick in den Alltag und die ausgeübte Religion von Kubanern. Ich sah den Film nun schon mehrere Male, auch mit einigen anderen Kubanern, und diese fanden sich im Film wieder. Der Film ist authentisch, kurzweilig und unterhaltsam. Kennt ihr den Film? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wir sind nun am Ende angelangt. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du ja an Themen rund um Kuba interessiert bist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos, ciao.